auf einmal von rechter Seite eine fremde Hand, das, die meine Geld weggenommen. Er wollte mich schlagen, da habe ich große Angst gehabt. Und dann habe ich, ohne zu überlegen, sofort reagiert und rausgelaufen. Und dann in dem Moment habe ich ihn in den Kopf gepackt und dann runtergezogen und dann habe ich ihn in Schwitzkasten genommen und habe mich gefallen lassen, damit er sich noch mal bewegen kann. Der hat die Situation einschätzen können, von daher größten Respekt vor dem Handeln des 34-Jährigen. So wie Engel gekommen und mir geholfen. Bitte jetzt. Haben Sie schon was gewählt? Nee, noch nicht. Ja. So, haben Sie was gewählt? Nee, noch. Gute Liter. Die Tasche zu und zur Seite. Bitte, ja. Guten Tag. So, hallo, guten Tag. Wollen Sie Geld einzahlen? Genau 50. Ganz schönen Dank. Ich einmal Ihre Karte. So, Shake dem Nummerland. So, ja. 8 Euro. Okay. 99 Cent. Ja. Und bitte? Weitermachen, ich bin auf den Füßen, weiter. Gut. Ja. Und los, Halli. Ja. Gut, angeln. Und los. Oder? Ja.
auf einmal von rechter Seite eine fremde Hand, dass die meine Geld weggenommen. Und dann habe ich mich zurückgedreht. Der Mann eine also Tür aufgemacht und weg. Und dann bin ich hinter ihm gerannt. Also bis auf die Straße habe ich da erwischt. Er wollte mich schlagen. Da habe ich ehrlich große Angst gehabt. Gott sei Dank da gegenüber von Fitclub-Besitzer. Er hat durch Schaufenster uns gesehen, weil wir was machen da. Also dann er hat mir geholfen. Sonst der Junge hat mich bestimmt geschlagen, ja. Dass er eingeschritten ist. Ich denke eigentlich sehr schön, was er gemacht, weil er hat ohne Gedanke, ohne Angst, er ist so wie Blitz, also zu meiner Hilfe gekommen und er hat mir geholfen. Und war ich selbst bei ihm, ich habe mich bedanken, so wie Engel gekommen und mir geholfen. Und dann habe ich ohne zu überlegen sofort reagiert und rausgelaufen und musste dann halt auch über Autos teilweise jumpen, weil ich auch einfach auf die Straße unberücksichtigt einfach gelaufen bin, um den einen Schwinger von der gegnerischen Partei dann halt auch dann abzuwehren, um dass er nicht großartige Verletzungen leidet. Und so kam es dann auch, dass ich dann den halt außer Gefecht gesetzt habe und dann die Polizei kam und alles war gut. Wo der Faust dann kam, habe ich dann den Faust dann abgeblockt und dann habe ich ihn eingedreht und einen kurzen Schock habe ich ihm gegeben, weil er immer noch sehr aggressiv war. Und dann in dem Moment habe ich ihn seinen Kopf gepackt und dann runtergezogen und dann habe ich ihn in Schwitzkasten genommen und habe mich gefallen lassen, damit er sich noch mal bewegen kann, um halt einfach nur noch mehr Verletzungen zu meiden. Ja, der ist wohl halt auch an den Falschen wohl geraten. Ja, letztendlich bin ich ja halt auch ein Trainer vom Kampfsportschule Fight Club und das habe ich noch dann zu erkennen gegeben. Somit hat er dann auch das verstanden und alles andere war dann noch ruhiger, bis der Polizei kam, war alles okay. Und er hat immer noch versucht, da rauszukämpfen. Daraufhin habe ich ihn einfach seinen Kopf hochgehoben und dann hat er so ein Schild gezeigt und gesagt, pass auf, ich bin Kampfsporttrainer. Es ist für dich schlecht aus, wenn du weitermachst. Und daraufhin hat er gesagt, oh Mist. Und somit hat er dann auch aufgegeben. Und das war dann auch für beide Parteien einfach gut. Klar, also es tat mir schon dann leid. Ich habe auch ein bisschen in ihm sein Gewissen gesprochen, habe dann auch ein bisschen auch ihn kennengelernt. Habe auch noch festgestellt, dass er einfach schon bereits jemand ist, der eigentlich schon alles fast verloren hat, hat er mir so gesagt. Und daraufhin habe ich ihm gesagt, so kommst du auf jeden Fall nicht weiter. Wenn du so weitermachst, wirst du nur Probleme genießen. Aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah aşkına. İyisin? Allah aşkına. Sen sen mi? Ben de iyiyim. Bir şey yapıyorum. He? Bir şey yapıyorum. Seni ziyarete geldim dedim. Tekrar. Görüşelim, değil mi? Evet. Sağ olasın. Gerçekten güzel ha. Böyle işte inşallah yardımcı olabildik. Onlar da senin öğrencilerin. Evet. Ben hem bir şeyler uğraşıyoruz ama hayırlısı ya. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun inşallah? İyiyim, evet. Teşekkür ederim. Nasıl? Çok da atlattın. Daha sağ olun, her şey. Her şey iyidir, her şey iyidir. Teşekkür ederim. Senin bir hasarın falan yok. Yani, olayı duyan herkes seni övüyor gerçekten. Bakayım hele. Ha, bak şimdi gör. Oh! Ya bu da bir şey değil şimdi, dur bak şimdi. Gördün mü? Ya. İşte tekrar aileden dönerekten, bir de zıplayarak aşağı yukarı böyle hani hemen hemen 2 metre 50 falan diyebilirsin yüksekliğinde. Bir o anda döneceğim yani. Evet. Bir de o anda havada döneceğim. Ich habe schon damals auch schon so eine Situation gehabt und habe der Polizei in Köln-Hürth damals auch geholfen, einen Häftling zu überführen. Und da gab es noch mehrere. Also sobald ich etwas sehe, bin ich auf jeden Fall an Ort und Stelle sofort und helfe auch. Ohne zu zögern, ohne zu überlegen. Auch. Nochmal selber wie eben. Okay. Zum Beispiel. Ja? So. Komm, du rein. Komm. Da rein. Ja.